Moin moin und willkommen zum Landwirtschaftssimulator 17. Das ist nun mal so ein kleiner Einblick und der erste Versuch eines Videos. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, ich zocke hier auf dem Server von uns und momentan als Alleinunterhalter hier auf dem Feld schön beim Abtanken des Dreschers. Wollen wir noch mal schauen, wie weit wir kommen. Wie gesagt, erster Versuch eines Videos. Und selbst wenn das in die Hose geht, habt ihr was zu lachen. Ich versuche in Zukunft ein paar Videos zu machen von dem, was ich so zocke. Das sind unter anderem hier Simulatoren, Landwirtschaftssimulator oder Eurotruck oder. Kann aber auch mal eine Runde Battlefield 1 oder Arma mit dazwischen sein. Ich zocke, worauf ich Bock habe. Und ich zocke, wie ich Bock habe. Und wie man da unten sehen kann, ist der Helfer scheinbar leicht überfordert. Das ist noch nicht so ganz ausgereift, die Geschichte, würde ich sagen. Zocken tun wir hier auf der Karte Lossberg. Mods ausgewählt, wie ihr seht hier, mit MB-Truck. Normale Agrolaner Kipper aus dem Spiel. Und dann noch ein Drehschemel, auch ein Mod. Überall zusammengesammelt. Aber das muss ich euch sagen, ihr kennt das. Ja, wir zocken hier so gut es geht realistisch. Realistisch heißt natürlich auch Lenkrad, Innenkamera, dann wenn es erforderlich ist, beziehungsweise Außenkamera natürlich jetzt für euch, damit ihr auch ein bisschen übersehen könnt. Oh, mal gucken, was der Helfer hier so veranstaltet. Ja, LS15 Helfer, die waren ja schon relativ schrecklich. Teilweise auf den Modkarten gar nicht spielbar. Hier in LS17 mittlerweile gut angepasst, meines Erachtens sind ein bisschen intelligenter geworden. Wenn man da von Intelligenz sprechen kann. Ja, warum fährt er jetzt zurück? Er nimmt Anlauf, macht die Kurve. Dann wollen wir ihn mal unterbrechen. Das Ganze mal manuell hier weiterfahren. Ja, was zockt ihr so? Landwirtschaftssimulator 17. Was zockt ihr so für Karten? Das würde mich mal interessieren. Was für Mods verwendet ihr? Verwendet ihr überhaupt Mods oder meint ihr, dass im Spiel die Auswahl der Fahrzeuge schon genug ist? Es sind ja genug Fahrzeuge da, die Auswahl ist nicht schlecht. Ja, ich weiß, ich hätte bei der Wende jetzt das Mähwerk hochsetzen müssen, richtig ransetzen. Aber wie gesagt, jetzt für euch in diesem Video mal so ein bisschen zocken, wie die Schnauze gewachsen ist. Ja, zum Anfang mein Moin Moin ist ganz einfach. Das hat was damit zu tun, dass wir hier aus dem Norden kommen. Und ich mir noch was überlegen muss,
wie ich in Zukunft die Einleitung der Videos gestalten werde. Und ja, Videos werden unregelmäßig kommen. Ich will nur das zeigen, was interessant ist oder worauf ihr Bock habt. Und wie gesagt, es wird hier Freischnauze gezockt. Und bei Simulatoren versuchen wir so ein bisschen realistisch zu bleiben. Das heißt also auch in Auswahl unserer Mods sind wir nicht utopisch. Wir brauchen keine 30 Meter Gruber oder 50 Meter Saatmaschinen. Ja, Feld ist abgeerntet. Da hinten steht schon der Gruber. Der hat schon mal vor Gewinde gefahren. Als nächstes wird es hier auf dem Feld Sonnenblumen geben. Und vielleicht sehen wir uns später mal wieder. Ich wünsche euch noch was. Haut da rein. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Ansonsten ist eure Entscheidung. Ciao.